Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Super Mario World The Hangover. Heute am 27. Mai um 23 Uhr. Jetzt muss ich erstmal schauen. Okay, so, da kann ich mein Handy hinwerfen. Ja, ist mal wieder sehr, sehr verkabelt hier. In der letzten Folge haben wir das Süßigkeitenland abgeschlossen, haben den mega krassen, nervigen Thromp besiegt und sind dann in der Hölle gelandet mit diesem Lied. Und dementsprechend werde ich euch in der heutigen Folge mal ein paar Hintergrundinfos zu jenem Song geben. Bevor wir kurz anfangen, möchte ich ganz gerne sagen, dass ich natürlich jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen habe. Aber ich schwöre, dass ich immer, wenn es ganz, ganz ruhig bei mir war, also halt nachts oder so, keine Ahnung, ne, wenn halt überhaupt gar keine Geräusche da waren, dann hatte ich dieses Lied. Dann habe ich dieses Lied gehört. So ein bisschen wie, man kennt es ja vielleicht, so ein leichter Tinnitus oder so. Was ich auch manchmal habe, liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer so oft Musik gehört habe. So, wenn es wirklich ganz, ganz leise ist, dann kann man auch mal so ein ganz leichtes Piepen hören. Und ich höre stattdessen das da. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich das super lustig oder super verstörend finden soll. So ein bisschen von beidem. Okay, ja, lass jetzt mal anfangen. Das soll ja schätzungsweise die Hölle sein. Und zwar ist das hier erstmal Megaman-Musik, glaube ich. Habe ich ja irgendwie so gemeint, das wäre irgendwie eine Nationalhymne oder so. Oh, Moment. Man, ja, dieser Ort ist so heiß und gefährlich. Mein Inkubator muss around here. Mein Inkubator muss hier irgendwie sein. Was ist ein Inkubator? Gott. Ich glaube, ich wusste das mal. Ja, okay, das ist natürlich dumm mit dieser Textbox. Ja, ich meine irgendwie, das wäre so irgendwie so eine Nationalhymne oder so. Das habe ich mal in den Kommentaren gelesen. Ist aber, falsch. Also, ich habe das ursprünglich vor 2-3 Jahren mal bei einem, ja, Let's Player gehört. Bei DX619 habe ich auch schon mal im letzten Mario Hack über ihn gesprochen. Der kriegt immer schlechte Spiele von seinen Abonnenten zugesendet und spielt die dann und bewertet die. Und da war unter anderem dieses Spiel da. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon namentlich genannt habe. Das Spiel heißt Hong Kong 69. Hong Kong 79, glaube ich, ne? Das Spiel kam 95 raus, heißt Hong Kong. Nee, Hong Kong 97, so jetzt habe ich's. Dieses Level fuckt mich schon wieder so ab, das ist auf jeden Fall kein Level, wo man off-topic reden sollte. Und, ja, das, was ich euch jetzt erzähle, könnt ihr quasi auch nochmal in der Videobeschreibung nachschauen. Da habe ich euch alles verlinkt, also die Endlosschleife hier von diesem Lied. Das Lied nochmal vollständig, also es gibt ein richtiges Lied. Was ich nicht wusste. Ich dachte wirklich nur, das wäre dieser 5-Sekunden-Loop da. Und ich habe euch dann noch so eine Review runtergepackt. Und zwar gibt es nämlich eine Menge Mysterien um dieses Spiel. Das wurde ursprünglich mal von einem Zwei-Mann-Team, glaube ich, gemacht. Das ist aber auch das einzige Spiel, was sie, glaube ich, gemacht haben. Die hatten wohl die Intention, das schlechteste Spiel aller Zeiten rauszubringen. Ich hasse dieses Level so sehr, ne? Das ist unglaublich. Und, ja, haben natürlich dementsprechend alles dafür getan, um dies umzusetzen. Also in diesem Spiel geht es irgendwie darum, dass man den Bruder von Jackie Chan oder so spielt. Und man muss irgendwie die Chinesen oder so penetrieren. Also das hat so einen politischen Hintergedanken. Und das Gruselige an diesem Spiel ist halt, dass man, wenn man Game Over wird, eine, man vermutet, echte Leiche als Game Over Bildschirm sieht. Und da wurde halt dann auch in der Review sehr, sehr lang drum diskutiert, ist das jetzt eine echte Leiche, wo kommt die Leiche her, hat der Entwickler sich quasi die Zeit genommen und irgendwie hat es geschafft, eine frische Leiche zu fotografieren, oder hat der Entwickler vielleicht selber getötet für dieses Spiel, ne, man weiß es nicht, und das ist das auf jeden Fall sehr, sehr gruselig. Und man hat den Entwicklern natürlich auch so gefragt, so von wegen, jo, wie sieht's denn aus und so, hast du getötet oder sowas, ist das überhaupt eine echte Leiche oder ist das irgendwie Photoshop oder irgendwie sowas.
Und ja, ach so, ich komme da ja gar nicht durch. Ja, ich bräuchte natürlich schon mal irgendwie so einen Pilz, ne? Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich jetzt hier im Laufe dieses Rumgedödeln schon mal was eingesammelt hatte. Das ist schon wieder so ein richtig krasses Holocaust. Aber am liebsten würde ich jetzt schon wieder nach Hause gehen. Ja, das ist... Also, ich bin ja zu Hause, ne? Ich würde dann... Extra dafür würde ich tatsächlich das Haus verlassen, einmal um den Block laufen und dann wieder nach Hause gehen. Also das ist... Das Level ist so... So dumm. Moment, war ich hier schon mal? Ja, das ist ja halt irgendwie dasselbe, aber... Ich hab doch keinen Pilz. Was war denn rechts da jetzt? War da... Ich komme halt auch nicht zum Observieren, weil dieses Spiel so Holocaust-serianisch ist. Ja, also Hongkong 97 hat damals 95 versucht, das schlechteste Spiel aller Zeiten zu machen, aber so, wenn ich mir so den Hack anschaue, könnte man auch sagen, dass der hier, dass das schlechter als Hongkong 97 ist. Na, ja, also schaut euch da auf jeden Fall mal die Review an, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und, ich glaube, das ist auch so wirklich das einzige Spiel, wo ich mal gehört habe, dass da jemand eine, in Anführungsstrichen, echte Leiche implementiert hat. Das ist schon sehr, sehr gruselig. So, war hier oben was? Nein. Okay. Natürlich bin ich jetzt behindert und so, ne? Schon klar. Aber ich würde jetzt trotzdem ferner von meiner Behinderigkeiten behaupten, dass es hier keinen Pilz gibt, Leute. Ja, ganz ehrlich, stellt euch jegliches schlimmste Wort dieses Planeten vor. Ich hasse dieses Spiel so sehr, ne? Das ist unglaublich. Ne. Okay, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Und vor allem, das ist immer so traurig, wenn ich dann nebenbei noch reden will. Ich denke mir so, ja, das ist ja Mario und so kann man mal machen. Und dann kommt so eine Stelle, ey, das ist nicht lustig. Oh, warte mal. Ich könnte es ja schon mal hier versuchen. Oder die Strandlevel waren ja ganz angenehm. Hier muss es doch irgendwo einen fucking Pilz geben, ey. Ja, er hört halt wirklich nicht auf mit dieser Scheiße. Es ist unglaublich. Ja, denkt er irgendwie, der wäre in Zelda oder so? Wo man da auch bestimmte Gegenstände natürlich braucht, um... Ja, da ist ein Pilz. Um, ja, weiterkommen zu können. Das Ding ist, dass man bei Zelda meist permanente Gegenstände hat. Ich meine, klar, es gibt diese Szenerien, wo du eine Bombe brauchst und wo du Pfeile brauchst, aber dann ist es auch so, dass man diese Gegenstände, diese Utensilien meist auch nebenan oder so kriegt, weil der Spielentwickler da halbwegs kompetent war, was man von ihm hier nicht sagen kann. Ja. Aber ich speichere hier gleich nochmal. Ja. Also das ist so viel eigentlich dazu. Ich hatte mir das ein bisschen aufregender vorgestellt, dass ich euch das ein bisschen aufregender näher bringen kann. Aber vielleicht liegt das jetzt hier auch so ein bisschen am Level, dass also meine Rede-Euphorie schon wieder so ein bisschen verflogen ist. Also das ist wirklich ein sehr, sehr abgefucktes Spiel und dieses Lied gibt es wirklich. Also ich dachte, wie gesagt, nicht, dass das Lied real ist. Okay. Ach ja, das wollte ich noch sagen, genau. Ja, er wurde dann... Hä? Oh mein Gott. Weißt du, da... Klar, jetzt könnte man natürlich im Nachhinein so sagen, ja, du bist ziemlich dumm, wieso hast du das nicht getestet? Aber das, da... Die Steine, die man in die Hand nehmen kann, sind normalerweise blau, Jungchen. Okay. Ich hätte schwören können, das sind so eine Steine, die man nur mit einem Drehsprung kaputt machen kann, ey. Wow, Alter. Das ist so unglaublich. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man... Also, ich weiß nicht, ob ich das in der einen oder anderen Folge mal gesagt habe. So von wegen, normalerweise gibt es ja so Secret Exits und so weiter und so fort. Ne, da gibt es ja so gewisse Sachen, für die Mario bekannt ist. Ich habe ja nichts dagegen, gesellschaftliche Konventionen zu brechen und so weiter. Ne? Ich bin der Letzte, der sagen würde, halte ich an alles, was die anderen so gemacht haben. Aber wenn man es dann schon macht, sollte man es auch richtig tun und mir einen Grund geben, wieso man das jetzt tut. Oh, ist das dein Ernst?
Es ist, er dachte sich dann auch so, oh, das ist jetzt mega. Ja, ja, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Warte, ich kann's noch retten. Ich kann's noch retten. Ich hoff's. Du bist ein. Er dachte sich auch so, oh, das ist mega krasses Gameplay hier und so weiter, ne? Man muss den Schlüssel nach unten bringen und gleichzeitig diese Dinger kaputt hauen. Aber nee, das ist einfach, das ist nicht cool. Das ist als, was will er mir als nächstes verklickern? Dass es cool ist, in einem Rollstuhl zu leben, dass, wenn man nicht mehr laufen kann? Oder was? Das ist so, das ist einfach nur behindert. Und hier, er hört natürlich auch nicht auf, klar. Jetzt habe ich meine Feder verloren, das heißt, das wird jetzt richtig nervig mit dem Penetrieren. Und ich muss natürlich jetzt auch schauen, dass ich den Bastard mit nach unten nehme. Oh ja, ich kann ihn. Ja, geil. Beste Level, wo gibt. Kann ich jetzt eigentlich um meinen Gedankengang wenden? Man hat ihn auf die Leiche angesprochen und er wollte sich nicht dazu äußern. Mit der Begründung. Mal sehen, Safe State. Tipp, um das Feuerkönigreich, den See-Dings am Unser zu betreten, brauchst du einen Schlüssel. Du hast doch einen, richtig? Du bist ein Mutterficker, ganz ehrlich. Du dummes, behindertes, verficktes Stück Scheiße. Das sagt er mir da unten. Und wenn ich den Schlüssel jetzt nicht gehabt hätte, hätte ich mich umbringen müssen. Oder hätte ich das verkackte Level nochmal machen müssen, ey. Ohne Spaß, was ist das? Also so langsam reicht's wirklich. Vorher waren die asozialen Stellen mal so wenigstens so ein bisschen voneinander entfernt, aber jetzt passiert das ja jedes zweite Level hier, was ist das? Ja, seine Begründung war, weil ihn wohl zu viele darauf angesprochen haben. Also es gab irgendjemanden, das Spiel, wie gesagt, das Spiel kam ja 95 raus und so erst später in Zeiten des Internets, ist man da richtig auf dieses Spiel gestoßen. Also das Spiel wurde auch, kam auch illegal raus. Also er hatte damals keine, er hat das Spiel nicht lizenziert und so. Das Spiel ist völlig illegal auf den Markt gekommen. Und irgendwann durch das Internet haben die Leute natürlich das gefunden und so weiter. Und dann gab es wohl irgendjemanden, der ihn wohl gefragt hat oder der darauf aufmerksam gemacht hat, so, hey Leute, da ist irgendwie so eine Leiche und so weiter. Und er meinte dann irgendwann, die Leute haben ihn förmlich mit Fragen penetriert und er wollte nicht immer dieselben Fragen beantworten, also hat er aufgehört, die Fragen zu beantworten, aber meiner Meinung nach ist das nur eine dumme Ausrede, weil also, da war jetzt diese eine Person, die ihn gefragt hat, und wenn er diese eine Person, wenn er diese eine Person da ihre Antworten gegeben hätte, dann hätte diese Person ja nicht irgendwie ins Reddit gehen müssen und sagen müssen, ja Leute, der gibt mir keine Antwort, ne? Dann hätte diese eine Person den anderen 25.000 gesagt, was er aus dem Interview erfahren hat. Aber hat er ja nicht. Und der Entwickler stellt sich quasi so hin, als ob ihm zu viele. Ich meine, wenn du zu oft dieselbe Frage kriegst, dann liegt das wohl möglich daran, entweder sind die Leute geistig behindert oder es liegt daran, dass du ihnen die Frage nicht beantwortest. Wenn du zwei, drei Menschen ihre Frage nicht beantwortest, dann ist es doch logisch, dass immer mehr Leute kommen und immer wieder dieselben Fragen stellen. Also versteht, was ich meine? Das ist wahrscheinlich nur irgendwie so eine dumme Ausrede, weil er nicht sagen wollte, dass es wohl möglich wirklich eine richtige Leiche ist, dass er sie vielleicht wirklich umgebracht hat. Das ist mal interessant. Dass sich ein Level von jetzt auf gleich in ein Scroll-Level verwandelt. Das habe ich bis jetzt noch nie so wirklich gesehen. Nicht schlecht. Ja, also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, das war es auch dazu. Wie gesagt, schaut euch das einfach mal in der Videobeschreibung an. Sorry, dass ich das Thema jetzt ein bisschen verstreut behandelt habe, aber ich konnte ja auch nicht ahnen, dass ich hier gleich wieder ins nächste muttergefickte Holocaust-Incest-Level komme. Das ist wirklich, wirklich einfach nicht mehr feierlich. Ich wollte gerade so sagen, Leute, die sich dann nur dieses Let's Play anschauen, denken dann irgendwie, ich wäre leicht reizbar. Das stimmt eigentlich nicht. Ich würde schon sagen, dass es eine Weile dauert, bis ich ausflippe, aber ja, das Spiel ist halt gut. Sehr gut darin, schlecht zu sein. Deswegen fuckt mich das so ab, weil es macht halt keinen Sinn. Also ich meine, so schwere Spiele, ein schweres Spiel zu haben, ist ja kein Verbrechen. Das ist ja in Ordnung, ne? Aber ich
tick ja aus, wenn ich merke, dass das keinen Sinn ergibt. Ne? Also auch so, wenn ich mit Leuten... Ja, soll ich jetzt hier runter? Du muttergefickter Holocaust-Spaß. Das ist... Warum macht man sowas? Ganz ehrlich, warum macht man sowas? Wenn ich so mit Leuten oder so rede und merke, dass die gar keinen Sinn machen oder dass die irgendeine Scheiße labern, dann ist so der Moment, wo ich leicht ausrast. Ich habe was gegen dumme Menschen, gegen dumme Situationen, gegen Gameplay, das absolut null Sinn ergibt. Wenn das jetzt einfach wirklich nur schwer wäre und gleichzeitig irgendwie unterhaltsam, dann würde ich sagen, jo, okay, kein Ding. Macht schon Laune, aber so. Es ist einfach nur eine pure Frechheit. Eine pure Verarschung. Und guck mal, es hört doch nicht auf. Da habe ich mich jetzt mal so gefreut, dass er mal so interessante Mechaniken eingebaut hat und dann... Wow, natürlich wieder ein Schlüssel. Oh, wow, wo kommt der bloß hin? Warte mal, ich gehe mal nach unten. Ah, nee, warte. Hier vielleicht, da... Oh, jetzt dachte ich für eine Sekunde, ich könnte das in der Wolke nicht triggern. Könnt ihr den Schlüssel in der Wolke nicht verwenden, ey. Ja, also Secret Exits, was ist das? Was soll das sein? Wir hantieren hier nur noch mit Schlüsseln. Fire Lagoon. So wieder krasse Mega Man Musik. Glaube ich zumindest. Müsste wirklich so ein Mega Man X-Teil sein. Okay. Ja gut, dann kann ich ja... Wobei, nee, ich werfe das Thema in der nächsten Folge ein. Sonst passt das beides nicht in die Videobeschreibung. Ich habe wahrscheinlich eh nicht mehr so viel Zeit jetzt in der Folge. Ja, von daher, ja, vergesst, was ich gesagt habe. Ja. Ja, ihr könnt ja mal so, wenn ihr Bock habt, schreiben. So, kennt ihr vielleicht auch irgendwie so Spiele, die irgendwie einen möglichen, illegalen, gruseligen Hintergrundfaktor haben oder sowas? Spiele, wo man... vielleicht auch Leichen, womöglich richtige Leichen im Hintergrund oder so sehen kann. Ich habe mir mal so ein vor einem Dreivierteljahr oder so so ein einstündiges Video oder so angeguckt. Da ging es, glaube ich, um 25 illegale Spiele oder sowas. Wusstet ihr, dass es auch einen KZ-Simulator gibt als Spiel? Also ihr kennt ja sicherlich so, keine Ahnung, Feuerwehrsimulator und so Krankenhausspiele oder sowas wie Rollercoaster, ja, wo man dann eben halt einfach sich ein Krankenhaus aufbaut oder halt einen Freizeitpark oder so. Und es gab damals tatsächlich einen KZ-Simulator, wo man dann eben halt, ja, diese Arbeit getätigt hat, wo man dann schauen musste, so, hey, yo, habe ich jetzt noch genug Stoff? Habe ich noch genug Menschen? Rentiert sich das? Ne? Ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also das ist schon sehr, sehr heftig. Wobei man aber auch sagen muss, das könnte ich vielleicht noch kurz einwerfen. Jawohl! Den Gegner konnte ich ja jetzt auch definitiv sehen, ne? Oh mein Gott! KZ ist ja die Abkürzung für Konzentrationslager. Sagt man zumindest. Das ist aber eigentlich auch nur eine gesellschaftliche Manipulation, denn wenn man dieses Wort richtig trennt, dann heißt es nicht KZ, sondern KL, ne? Konzentrationslager. Ne? Weil KZ, Konzentration, das ist ja eigentlich ein Wort. Ne? Also das habe ich mir aber auch erst vor einigen Wochen mal so durch den Kopf gehen lassen, sagen lassen. Von jemandem, der auch so augenöffnende YouTube-Videos macht, Schrank-TV, einfach mal vorbeischauen. Ja, und da merkt man, wie krass man eigentlich überhaupt manipuliert wird. Ja, er hat dann auch so gemeint, dass es auch in den... Also jetzt könnte man ja sagen, naja, vielleicht haben die damals... Ups, gerade noch so die Kurve gekriegt. Vielleicht haben die das damals auch irgendwie so... übersetzt, aber nein, es soll wohl tatsächlich auch so sein, dass in den Nazi-Berichten soll das Wort KZ, soll es wohl auch mit KL abgekürzt worden sein, was halt Sinn ergibt, weil man das so kürzt, ne? Also, da konnte ich doch wieder nicht ausweichen. Moment, war das jetzt der mich penetriert hat? Oder kamen da jetzt quasi zwei? Kommt da jetzt hier noch einer? Ich glaube, so weit waren wir noch nicht, ne? Also auf jeden Fall sehr, sehr, alles sehr, 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 sehr interessant, ja. Ist das... Guck mal. Das ist unglaublich. Ich mach hier gleich nochmal ein Safe-Set. Man konnte ihn tatsächlich wirklich eine Millisekunde vorher sehen. Guck mal rechts am Ende des Lavaflusses. Da. Ja, okay, gut. Da seht ihr das? Der backt sogar ein bisschen nach rechts. Das ist unglaublich, ey.
unglaublich, dieses Spiel. Ja, Leute, das war's mit der heutigen Folge von Let's Play. Jetzt wollte ich beinahe sagen Kim Jong-un. Ne, Kim Jong-un hat damit nichts zu tun. Super Mario World The Hangover. Dieses Spiel ist so lächerlich. Das... Der Entwickler, der gehört einfach verprügelt, ganz ehrlich. Ja, in der nächsten Folge schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ja. Das ist unglaublich, wirklich. Es ist mal geil, so man macht dann wirklich so 3, 4, 5 Tage Pause. Und noch nicht mal wegen dem Spiel. Ich habe ja das noch nicht mal deswegen gemacht, sondern ich bin immer noch dabei, mein 3 Stunden Programm, 8 Videos am Tag, Dings der Bumster vorzubereiten. Und da kommst du einfach her und du wirst direkt in den ersten 5 Minuten wirst du schon wieder gefistet, ey. Das ist unglaublich. So schnell kann man sich gar nicht erholen, wie man gefistet wird. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.